Mehrere hundert Eltern und Mitarbeiter der städtischen Kitas in Tübingen haben gestern auf dem Tübinger Marktplatz demonstriert. Der Hauptgrund? Die Stadt will die Öffnungszeiten der städtischen Kitas verkürzen. Vor allem die Elternvertretung hat aber noch eine weitere Forderung. Wir demonstrieren in erster Linie dafür, dass es eine Fachkräfteoffensive gibt. Und wir demonstrieren eher dagegen, dass es eine strukturelle Öffnungszeitenreduzierung gibt. Weil strukturell heißt flächendeckend. Und wie wir das jetzt gerade überschauen können, heißt es für alle Familien und vor allem für die Kita-Kinder, dass eben die Kita-Zeiten reduziert werden. Wenn diese Entscheidung so durchgeht, dann bedeutet es auf längere Sicht, dass die Stadt nur noch zwei Ganztageseinrichtungen hat und alle anderen Ganztageseinrichtungen auf die freien Träger abgewälzt werden. Das bedeutet, wir dürfen nur noch Familien aufnehmen, wo beide Eltern über 45 Wochenstunden arbeiten. Als KIFAZ, also Kinder- und Familienzentrum, ist es uns extrem wichtig, alle Familien zu unterstützen. Kürzere Öffnungszeiten in den Kitas bedeuten aber auch, dass die Eltern mehr Zeit für die Kinder aufwenden müssten und in ihren Arbeitsbereichen ebenfalls weniger arbeiten könnten. Ein weiterer kritischer Punkt sei, dass die Eltern nicht wissen, in welchen Kitas ihre Kinder in Zukunft untergebracht werden. Für die Eltern heißt es erstmal, wir wissen gar nicht, wie viele betroffen sind und wer betroffen ist. Und wenn wir dann festgestellt haben, dass bestimmte Gruppen geschlossen werden, aber der Bedarf für die Eltern nicht ausreicht, müssen die sich neu bewerben an neuen Kitas, die eventuell ihren Bedarf decken. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer kann die Sorgen der Eltern verstehen, verweist aber auch darauf, dass der aktuelle Weg alternativlos ist. Ich verstehe total, dass es für die Lebenswirklichkeit der betroffenen Eltern schlimm ist, dass es auch ein Problem darstellt, wenn ein Kind die Einrichtung wechseln muss. Aber wir können uns hier halt nicht eine fiktive, heile Welt backen, in der das alles kein Problem ist, sondern wir müssen mit diesem Mangel an Personal klarkommen. Das hauptsächliche Problem sieht er in den aktuell täglich wechselnden Öffnungszeiten und kurzfristigen Schließungen. Man hätte zwar aktuell sogar 400 Erziehungskräfte mehr als noch vor 10 Jahren, in dieser Zeit sei der Bedarf aber noch schneller gestiegen und übersteige das Angebot, so Palmer. Bisher war es häufig so, dass die Kitas wegen Personalausfällen täglich zu unterschiedlichen Zeiten geöffnet hatten oder gar ganz geschlossen blieben. Wenn man also bei den jetzigen Öffnungszeiten bliebe, würde dies viel spontane Planung für Eltern und Personal bedeuten. Und wenn man mit dem Zustand nicht weiterleben will und der Markt leergefegt ist für neue Kräfte, dann bleibt eigentlich nur eine Anpassung der Öffnungszeiten an die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit heißt an tatsächlich verfügbares Personal. Das ist nicht schön, das macht niemand gern. Aber aus meiner Sicht ist es im Interesse der Eltern und der Beschäftigten richtig. Dennoch hat die Stadt ihre ursprünglichen Pläne bereits geändert. Denn eine Änderung hat die Demonstration in jedem Fall bewirkt. Statt bereits über den Beschluss abzustimmen, berät der Gemeinderat nun noch einmal über das weitere Vorgehen. Anfang Februar ist eine Bürgerversammlung geplant, in der das Thema weiter diskutiert werden soll.